Ja, schönes Büro und vor allem auch ein Büro zu Verdotz, wo man halt, ja, wenn halt alles offen ist, hat man auch können beizen oder mit Tagen mal etwas besorgen oder ein bisschen rumlaufen. Das werde ich vermissen. Ja, also gut, in der Politik gibt es natürlich immer Sachen, die nicht so gut laufen und auf wenig könnte man natürlich gern verzichten. Was ich gern verzichtet hätte, wären so, ja, gewisse Kräche, die halt gewesen sind. Aber gewisse Kräche, die haben noch müssen sein, weil ich habe gewisse Sachen dann eben auch vorwärts gebracht. Ja, viel, viel. Wenn man natürlich weiß, wenn eine Sache rauskommt, geht man anders an eine Sache her. Aber es ist halt so, man fängt irgendwann mal an mit einem Projekt und man weiß bei vielen Projekten halt nicht, wie sie rauskommt. Und im Nachhinein denkt man immer darüber nach, das hätte man können besser machen, da hätte man vielleicht müssen mehr investieren oder da, das ist völlig verkatzt gewesen. Und es gibt leider jetzt in der Politik gibt's halt viele Sachen, wo man sagen muss, die sind völlig verkatzt gewesen. Wenn man es am Anfang gewusst hätte, hätte man es viel gemütlicher gehabt, weil dann hätte man sich drauf und gerade sperren können. Aber leider, das weiß man halt am Anfang nicht und darum muss man halt sich mit vielen Projekten befassen. Und man muss fast sagen, die Hälfte davon bleiben dann halt irgendwo auf der Strecke. Ja, also mir hat man viel mal gesehen, dass ich jetzt mich nicht so ausdrücke, so diplomatisch, wie man das eigentlich müsste als Regierungsrat. Aber es ist mir immer wichtig gewesen, dass ich klar verstanden werde. Und dort habe ich halt manchmal auch ein paar Sprüche rausgelassen, die zwar klar verstanden worden sind, aber halt, sagen wir so, gewisse Leute halt wirklich in den falschen Hals geraten sind. Und ja, es wäre vielleicht besser gewesen, gewisse Sachen anders auszudrücken. Aber letztlich, wenn man verstanden wird, dann ist es auch manchmal nötig, dass man deutlicher wird. Ja, ich lese jetzt immer von dem Long-Covid und dann denke, ja, ich habe jetzt so Long-Covid, ich habe es jetzt nämlich schon seit mehr als einem Jahr, das Thema. Und das ist einfach das Thema, wo gerade jetzt hier im Gesundheitsministerium, wo ich ja bin, alle anderen Themen verdrängt hat. Jedes andere Projekt musste zurückgestellt werden. Und ich muss trotzdem sagen, wir haben gleich noch einiges hergebracht, wo nicht mit Corona zu tun hat, aber über das hat man dann nicht geredet, das ist der Öffentlichkeit auch nicht gesehen worden, weil einfach das allgegenwärtige Thema alles überstrahlt hat. Ungeduld. Und ja, aber es trifft bei mir auch zu. Wenn ich etwas im Vödel habe und etwas machen will, ein Projekt, dann will ich es schnell machen. Und ich musste halt immer lernen, dass man gewisse Sachen halt eben doch muss man sauber aufsetzen, muss sauber durchdenken, man muss wirklich die Planung machen bis zum Schluss. Aber am Anfang von einem Projekt hat man immer den Drang, ganz schnell reinzuschiessen, damit man auch ganz schnell Resultat hat. Aber eben oft ist es gescheiter, sich ein bisschen zurückzunehmen, gut zu überlegen und dann das Resultat vielleicht ein bisschen später eintreffen zu lassen, aber dafür kann sie dann in guter Qualität und sie kann dann auch in grossen Mengen. Und es ist, glaube ich, das, wo ich mir immer wieder sagen muss, jetzt langsam, nochmal nach drüber schlafen, dann alles super durchrechnen und wie immer eine Excel-Tabelle machen, bevor man etwas tut und dann kommt es gut. Also das, was ich sicher die nächste Zeit machen würde, ist einmal, dass ich den Wecker ausschalte und einfach am Morgen so lange schlafe, wie ich lustig bin. Manchmal schlafe man früher auf, manchmal später, hängt auch vom Wetter ab und das werde ich den nächsten Monat jetzt einmal so geniessen und das ist etwas, auf das freue ich mich.